Gell. Die Ölwanne. Kaputt gemacht. Hatbe. Das ist so, wenn man ein tieferes Auto hat, dann soll man die Ölwanne immer separat irgendwo haben. Was meinst du, wenn Späne rauskommen? Zu hoch. Zu hoch. Zu hoch. So, jetzt fahren wir mal. Hügel. Oder was? Ich hab grad gedacht, ey. Boah. Also, da ist ja überhaupt kein Platz. Ich glaube, wir haben die Ölwanne kaputt gemacht. Hat weh. Ich glaube schon. Hä? Aber warst du vorher nicht da drauf? Natürlich war ich drauf, aber das Problem ist, du warst ja da drauf. Ah, ich war ja auch noch mal. Nicht so schwer? Du sollst dir Gedanken machen. Zieht mal. Ist der zu tief, bist du verliebt? Meinst du? Ja. Ey! Ich steig aus, hör auf! Okay, Probe fährt mit heute nichts. Also machen wir die Ölwanne wechseln oder was? Was machen wir heute? Erst knallt er voll, jetzt achte mal. Wir haben ja 10W40 reingeklatscht gehabt. Oder 5W40 habe ich, glaube ich, reingeklatscht. 5W40 war das. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich muss noch ein dickeres Öl reinklatschen. Ölwanne habe ich schon da. Das ist so. Wenn man ein tieferes Auto hat, dann soll man die Ölwanne immer separat irgendwo haben. Das ist so ein Ölreiniger. Das ist so eine Ölspülung. Ne? Einmal gut schütteln, aufmachen. Oh, guck mal, das ist ein Zeug. Prost. So getriebeölmäßig riecht das. Okay. Ne, Mechaniker wissen Bescheid. So, reingeklatscht, bisschen zur Seite gekippt, ist ja klar. Motorflash. Aber sieht gut aus. Also ich habe nichts gesehen, was tropft. So, 10 Minuten, wir lassen es laufen. Und dann heben wir den mal hoch. Mal einen Ölwechsel machen jetzt. Also tut mir leid, wie ich so heute aussehe. Ich bin richtig krank. Einfach mal richtig erkältet. Komm, Eidosch, komm, komm, komm. Guck dir das an. Aber sowas von. Ja, ja, einmal auf der Straße und gerade auf der Bühne. Ja, auch geschliffen leicht, ne? Hier sieht man ja, das so ein bisschen. Ja. 340.000 auf der Uhr. Und weißt du, was mich heute interessiert? Was denn? Haben wir Späne hier drin. Ne? Also müssen wir einmal Öl auffangen. Hier tut man die Farbe rein, damit halt kein Schmutz oder so drin ist. Das ist das Einzige, was ich jetzt auf die Schnelle hier gefunden habe. Und jetzt hören wir das Öl raus. Aber das wird jetzt interessant, ob ich das hinkriege damit. Weil ich glaube, es wird eine kleine Sauerei geben. Weil mich interessiert es jetzt, warum der so viel raucht. Jetzt müssen wir ein bisschen Basketball spielen hier. Boah, das wird interessant. Ich weiß gar nicht, wie schnell das hier alles abläuft. Könnte ein bisschen spritzen. Und voilà. Ah, klappt doch. Guck mal, Eidosch. Oh, das ist ja geil. Oh, der wird auch nicht mal so ganz voll. Weißt du, was ich mache? Warte. So.
der Reiniger ist Hammer. Guck mal, was er damit gemacht hat. Das Öl ist richtig dünn geworden, richtig. Was meinst du, wenn Späne rauskommen? Also wenn, dann würde man das ja da sehen bestimmt, oder? Das sieht man danach. Ich sehe schon was. So, das reicht. Ich lasse bei dem austropfen hier und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und ihr seht schon, ja, das ist so Dreck einfach. Dreck, aber auch ein bisschen Späne. Boah, doch, das sind so ein paar Sachen. Warte, ich hol die mal raus und dann gucken wir mal, was das ist. Ja, genau, hol mal raus, dann sehen wir das bestimmt besser. Was ist das? Ist das Späne oder ist das Dreck? Schon spänemäßig aus, oder? Das sieht, ja, das sind Späne. Das sind Späne. Holen wir den Öfen da raus. Müssen wir auf jeden Fall höher machen, leider. Also ich bin auch tief, ist schöner, aber was wollen wir machen? 2 cm. Muss sein, hm? Muss sein. Weil jetzt 2 Leute... Oh, ich bin zu schwer. Nein, Quatsch. Jetzt wird es auch schöner. Jetzt kann man ja noch bestimmt bequemer fahren. Hm, wird sich zeigen. Doch, doch. Die 2 cm macht sich schon. Weißt du, was mich jetzt interessiert? Was denn? Wenn wir jetzt einen Ölwechsel machen und danach das neue Öl reinmachen, ob er danach noch mal qualmt. Das bin ich auch voll gespannt drauf. Ich auch. Aber dann muss ja das andere Öl vorher ja falsch gewesen sein, oder? Also. Nein, ich hab ein bisschen dünneres Öl reingemacht. Wir haben ja einen Turbo-Umbau gehabt. Ne? Mhm. Und was war das, was vorher drin war? Ich glaube 5,44 habe ich reingemacht. Ne? Ich habe 5,44 reingemacht, aber das war auch nur zur Not, weil ich einfach 10W60 nicht mehr hatte. Ja, der ist höher. 2 cm ungefähr. Mhm. Ja. Wir werden auf jeden Fall 10W60 von Manol reinklatschen. Der 10W60 ist ja ein Racing-Öl, sagt man auch. Aber warum eigentlich? Kann ich euch ganz einfach erklären. Wir brauchen jetzt nicht fachchinesisch reden. Ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein dickeres Öl. Und das Geile ist bei diesem Öl, die Schmierung ist besser vorhanden als bei den anderen Ölen. Als, ich sag mal, als wenn ihr 10W40 reinmacht oder 5W40 reinmacht. Natürlich gibt es auch einen Nachteil. Nachteil ist bei dem, das Öl wird sehr, sehr spät heiß. Teil, warum Nachteil? Ihr müsst ein bisschen warten, bis ihr drücken könnt. Hatte ich jetzt zum Beispiel 2-mal schon gehabt, einmal bei meinem Lupo, dass das Öl so heiß wurde, dass die Schmierung nicht mehr da war. Und was passiert? Motorschaden. Und bei dem S3 hatten wir das leider auch gehabt. Die Schmierung war nicht mehr da. Motorschaden. Bei dem Öl ist das einfach so, wenn ihr einfach mal sehr hohe Belastung habt und das Öl extrem heiß wird, dann habt ihr immer noch Schmierung da. Und das ist das Gute. Und deswegen benutze ich das auch. So, das kommt jetzt hier rein. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ehrlich, ich bin selber gespannt, ob er danach nochmal rauchen wird. Ne? Und, weißt du, was das noch geile ist, Aidosch? Weil ich mache ja ein bisschen mehr Umbauten und benutze das Öl ja sehr, sehr oft. Weißt du, wie viel das kostet, das Öl hier? Was willst du schätzen, Aidosch? Du kennst dich ja gar nicht aus. Nein. Sag mal, was diese 4 Liter Manol 10W60 kostet. Also ich weiß, was 5W30 kostet, so 5 Liter, aber 10W60 sagt mir gar nichts. Doch, einfach 80? Mal. Schätz nochmal. 100? 16 Euro. Was? Ja. Das ist ja günstiger eigentlich. Sehr günstig. Okay. Und deswegen nehme ich das auch. Dick. Dickes. Oh. Lecker. Ich liebe Frosch. Achte mal, Aidosch. Guck jetzt, wie dick das ist. Oh ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Das ist geil, das ist wie Honig. Motor Doktor.
So, ich lasse den jetzt laufen und dann schauen wir mal gleich, ob der noch weiter raucht. Also Alter, ich weiß nicht, ob es mir so vorkommt, aber der läuft ruhiger als gerade. Und der raucht nicht. Null. Ja, hab ich auch. Wir gucken uns den jetzt an. Also der läuft jetzt gerade mal 5 Minuten. Wir gucken uns den gleich nochmal an, lass den ungefähr mal so, ja, ich sag mal 20 Minuten laufen. Lass den 20 Minuten laufen und dann schauen wir mal, ob er noch raucht. Ob wir eine Probefahrt machen können. Ja, höher ist er jetzt. Jetzt sind 10 Minuten vergangen und der raucht immer noch nicht. Oh, einmal Bühnentest. Oh. Ganz wenig. Also ist er noch nicht hoch genug? Gar nicht mehr, ne? Boah, wie er gerade extrem geraucht hat, aber das ist schon krass. Aber das werde ich mir auf jeden Fall jetzt nur noch reinklatschen. Das Ding ist geil. Oh, das sieht so geil aus. Honig. Einmal damit fahren, aber das sieht ihr dann auch später. Jetzt raucht er nicht mehr, jetzt will ich den einmal fahren und mal schauen, wie er sich jetzt fahren lässt, so mit dem neuen Lenkrad und so. Freue ich mich schon. Ich verlinke das Ganze unten, check das einmal ab. Manol ist schon geil, ich muss auch hier Drops geben. Es wird nur noch geschmiert hier. Tut mir leid, also ich bin echt sowas von kaputt. Ich bin einfach nur krank, so richtig erkältet. Ne, also nehmt es mir bitte nicht übel, aber ihr da draußen bleibt gesund. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Was soll ich sagen? Haut rein.